Ein herzliches Hallo von mir an euch. Upsi. Das ist ja noch die alte Farm-Map. Wie konnte das denn passieren? Ja, immer noch aus dem gleichen Grund, dass ich gerade im Voraus aufnehme. Ja, Punkt. Ist so. Und wir versuchen heute, wie ihr sehen könnt, weil nur 3 Talente, die Adept-Challenge mit Cheryl zum 2. Mal. Ach, und übrigens, der Killer hat, glaube ich, einen Mori dabei. Zumindest gab es eine Opfergabe. Jetzt fiel mir das Wort nicht ein. Und der Killer? Oh. Es war eine Opfergabe dabei, die sich nicht umgedreht hat. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Egal. Was denn du, Micha? Hilfe! Ich muss doch noch kurz erklären, was ich so kann, diese Runde. Nämlich gefühlt so nichts Sinnvolles. Also, was ich kann. Ich ist auf jeden Fall weg von mir, ne? Dann gehe ich jetzt zu dem Generator zurück. Also, meine 3 Talente sind Seelenwächter. Nachdem ich geheilt wurde oder vom Boden aufgehoben, habe ich für ein paar Sekunden lang die Kondition auf. Also den Statuseffekt Kondition, wie bei geliehener Zeit quasi. Also ich kann einen Hit einstecken und habe nur eine tiefe Wunde. Das zweite Talent von Cheryl, was ich dabei habe, ist Blutpakt. Das hatten wir übrigens gerade schon gesehen. Wenn ich oder die Obsession verletzt ist, ich weiß gerade nicht, was richtig ist, dann sehen wir uns gegenseitig. Und wenn wir uns dann gegenseitig heilen, haben wir beide den Statuseffekt Eile für ein paar, nicht für ein paar Sekunden, sondern so lange, bis wir uns weiter als, ich glaube, bei mir sind es aktuell 16 Meter. Ich weiß nicht, ob das mit dem Level des Talents zusammenhängt oder wovon das abhängig ist. Ja, ich muss halt dann, ne, ich darf mich nicht weiter als 16 Meter von der Obsession entfernen. Und so lange haben wir beide den Statuseffekt Island. So. Und das dritte Talent, verdrängtes Bündnis. Das ist das, was jetzt hier unten steht, Generator blockieren. Also ich muss eine Weile lang Generatoren reparieren und dann wird es aktiv und ich kann den Generator blockieren. Wenn jetzt zum Beispiel der Generator auf 90% ist und der Killer kommt und ich möchte nicht, dass er den tritt, kann ich den einfach blockieren. Achso, und ich habe noch vergessen, bei Seelenwächter ist es auch so, solange ein Fluch aktiv ist, egal was für ein Fluch, solange halt dieses Fluchsymbol da an der Seite ist, kann ich jederzeit. Oh. Klödi. Kann ich jederzeit selbst vom Boden aufstehen. Ist das ein Dauerdreier, Micha? Also. Ihr wisst schon, was ich meine. Weil er hat so lange gebraucht, sich jetzt hier hoch zu stalken. Bleibt er auf 3? Ich hoffe nicht.
Lässt er sie jetzt liegen? Ich hatte ganz, ganz, ganz kurz Herzschlag. Ach, du meine Güte. Der bleibt auf 3, oder? Ist das dein Ernst, Nancy? Nancy. Ja gut, Nancy ist halt verletzt. Ne? Und er geht auch nicht weg da. Aber Nancy hätte ja die 69 hinten mal retten können. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendeine von beiden wird gleich wieder liegen. Vielleicht Lori, weil er weiß, Lori ist tot. Jetzt. Eventuell hat sie einen Strike, aber er wird sie liegen lassen. Jagt er jetzt noch Nancy? Oder wartet er wirklich einfach nur ab? Er lief dort hinten gerade, aber als er gesehen hat, Lori steht, ist er wieder zurück. Ich befürchte, ich bin die, die ganz zum Schluss hängt und nicht mal gerettet wird. Ich kann es nachvollziehen, weil die sind dann, also Nancy ist noch nicht ganz tot am Haken, aber schlecht hier hinten. Wir gehen aber wieder. Ich glaube, es war Lori. Ich habe was Helles hier durchblitzen sehen. Clever wäre jetzt oben im Haus, den Generator zu machen. Aber wenn wir jetzt zu zweit sind, tot. Ich glaube, er wird sich instant auf 3 stalken können, wenn er bei uns ist. Dann kriegt er uns beide. Ich gehe weg. Sorry für Nancy, aber es bringt mir nichts, wenn wir jetzt beide da hocken. Wow, Nancy. Damit. Er hat ihn getreten. Nur ohne Pop, oder?
Wo sind die Ausgänge? Bestimmt da und... Na. Ah. okay. Nancy macht bestenfalls einen Ausgang. Oh, Nancy. Nancy, pass auf, Nancy. Lass dich nicht erwischen. Oh, er sieht bestimmt das Licht. Ich wette, da ist schon ein Licht an. Ich versuch mal. Schade. Er ist noch auf 3, Nancy. Das ist... Lass erst mal abwarten. Okay. Ah, du Kacke. Hat der Barbecue? Sie liegen. Er war gerade am Ausgang gucken. Was ich mich frage, er hat einen Mori dabei. Verdammt! Er wird jetzt natürlich bei mir bleiben. Weil, was soll er auch machen, ne? Er hat Nancy am Boden, er kriegt mich auf den Boden. Sie ist keine Palette mehr. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Bleib liegen. Nancy, du solltest zum Tor. Ich bin Rip. Er kann mich jetzt morgen. Nein. Wird das mit Cheryl wieder so eine knappe Geschichte? Er ist noch nicht fertig, Nancy. Ich glaube, sie fällt gleich. Oh Mann. Mann! Gefällt mir nicht. Okay, wir haben mit Cheryl nicht geschafft, rauszukommen. Cheryl ist eine von 4 Survivern, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, die jetzt noch nicht adapted sind. Also, müssen wir noch mal ran. Aber ich bin froh, dass zum Beispiel David erledigt ist. Ja, Mori mich doch halt jetzt.
kriegst es nicht hin. Du musst M1 gedrückt halten. Was denn du? Oh. Es wird doch eh nix. Du haust mich jetzt wieder um. Du musst M1 gedrückt halten, Micha, fürs Mori. Nicht M1 kurz, M1 lang. Du willst... Ach so, willst du mich aus dem Rennen heraus, Morin? Ach so. Ja, dann krieg mich doch. Micha. So, und jetzt... Jetzt schnappen sie sich nicht. Ja, nicht. Also, weißt du. Ach so, hast du rausgefunden, wie es geht. Wie mein Medikit dort einfach gerade gespawnt ist zu meinen Füßen. Warum habe ich das aber nicht verloren? Ich bin ja gestorben. Was? GGs? NT-Man? Was? Wusste er nicht, wie man Morit? Aber der ist Rang 2. Ist von der Konsole. Okay, da muss er nicht M1 gedrückt halten, sondern wahrscheinlich X oder A oder so. Okay, schade. Wir haben mit Cheryl die Adept-Challenge nicht geschafft. Aber viele sind es nicht mehr. Und wir kriegen das bald durch. Ich danke euch heute fürs Zuschauen. Ich hatte fast die Hoffnung, dass er uns vielleicht doch die Luke gibt, nachdem er mich erst nicht gemorit hat. Aber ich glaube, es lag wirklich einfach nur daran, dass er nicht wusste, wie es geht. So. Ich wünsche euch heute aber noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.